Hey Leute, hier ist wieder euer Reloads. In dem heutigen Video geht es um den PS4 Jailbreak. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Es ist die Version 9.00. Das Besondere an diesem Jailbreak ist, dass die 9.00 noch vor wenigen Wochen die aktuellste Version war. Wer also seine PS4 seit ein paar Wochen nicht mehr verwendet hat oder halt seit ein paar Wochen nicht mehr geupdatet hat, der kann sich jetzt einen Jailbreak installieren. Und damit hat es halt auch genau die richtigen Leute getroffen. Die Leute, die regelmäßig ihre PS4 updaten und jetzt in den letzten Tagen online gespielt haben, denen ist der Online-Modus wichtig und die haben auch geupdatet. Und die Leute, denen der Online-Modus nicht so wichtig ist, die haben noch gewartet oder haben die PS4 halt einfach nicht benutzt und können sich jetzt einen Jailbreak installieren. Warum sage ich das jetzt so? Und zwar gibt es eine wichtige Information, die ich gleich vorwegnehme. Ihr könnt mit dem PS4 Jailbreak nicht online gehen. Niemals. Auch kein vielleicht irgendwann. Mit PS4 Jailbreak kann man nicht online gehen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, eine Jailbreak der PS4 zu haben, könnt ihr damit nicht online gehen. Außer ihr nehmt die Jailbreak runter, setzt sie zurück alles und aktualisiert sie auf die neueste Version. Und dann habt ihr aber kein Jailbreak mehr, nie wieder Jailbreak. Es gibt auch keine Möglichkeit, down zu graden, wenn ihr bereits die aktuellste Version habt. Das ist aber gar nicht schlimm, denn wenn ihr aktualisiert habt, ist euch sehr wahrscheinlich der Online-Modus wichtig. Und dann würde ich euch auch empfehlen, die PS4 zu behalten und weiterhin damit online zu spielen. Und ihr könntet euch jetzt eine neue PS4 kaufen, denn die Chancen stehen gut, dass die Version 9.00 oder eine ältere Version hat. Dadurch, dass es halt, wie gesagt, vor ein paar Wochen noch die aktuellste Version war. Ihr könnt einfach auf eBay gehen, auf Amazon oder halt in den Laden und könnt euch eine neue PS4 kaufen, denn die standen meistens ein paar Wochen im Regal. Die können gar nicht die neueste Version haben. Oder ihr guckt auch bei eBay nach einer gebrauchten PS4 und dort könnt ihr den Händler darauf nochmal sicher gehen und auch nochmal direkt fragen, hat diese die neueste Version oder ist da die ältere Version drauf? Welche Version ist zurzeit drauf? Also zurzeit, also 2021 Dezember, ist es sehr, sehr leicht, an eine PS4 mit 9.00 oder älter zu kommen. Ärgert euch also nicht, wenn ihr die neueste Version habt und nein, downgraden ist auch nicht möglich. Ich möchte im Video aber jetzt gar nicht zu viel ringsrum labern, denn ich werde nochmal ein extra Video machen, wo ich erkläre, wofür man einen PS4 Jailbreak braucht, was man damit überhaupt machen kann, was man damit nicht machen kann. Die ganze Sache mit dem Online-Gehen wollte ich mal vorwegnehmen, weil dazu wieder sehr, sehr viele Fragen kommen werden. Also, ohne jetzt zu viel Zeit zu verschwenden, geht's direkt ins Tutorial. Ich übernehme keine Haftung, wenn irgendwas schief geht. Ihr macht alles auf eigenes Risiko. Los geht's. Für dieses Tutorial braucht ihr eine PS4, einen PS4-Controller, ein USB-Kabel für die PS4 zum PS4-Controller und natürlich einen USB-Stick. Und dieser USB-Stick muss geopfert werden. Ja, und zwar werden wir auf diesen USB-Stick etwas draufflashen, was ihr jedes Mal zum Starten des Jailbreaks braucht. Das heißt, nehmt euch einen billigen USB-Stick, nehmt euch einen alten USB-Stick. Diese sind sowieso für solche Aufgaben am besten geeignet. Also nicht den 128 GB teuren USB-Stick, nehmt euch einfach irgendeinen billigen. Am besten ist es natürlich, wenn ihr mehrere USB-Sticks habt, dass ihr nicht euren einzigen USB-Stick opfert. USB-Sticks sind billig, USB-Sticks gibt es überall zu kaufen. Also wer mir jetzt schreibt, oh, ich habe keinen USB-Stick, Pech gehabt. Außerdem braucht ihr einen PC. Und hier gilt das Gleiche, wer keinen PC hat, hat Pech gehabt. Es gibt zwar mittlerweile Möglichkeiten, habe ich gesehen, das Ganze irgendwie mit dem Handy zu machen, aber die PS4 und der PS4 Jailbreak, das ist nicht dafür ausgelegt, das Ganze ohne PC zu verwenden. Ihr werdet früher oder später an eure Grenzen kommen, wenn ihr keinen PC habt. Also ein PC ist meiner Meinung nach auch später notwendig, also werde ich den auch schon fürs erste Tutorial mit einbinden. Als erstes schaltet ihr mal eure PS4 an. Geht jetzt in die Einstellungen und dort schauen wir jetzt nach, welche Version auf der PS4 installiert ist. Dazu geht ihr ganz runter, klickt auf System und Systeminformation. Und hier seht ihr jetzt die Version. Bei mir ist es die 8.03. Es muss die 9.00 oder eine ältere sein, wie in meinem Fall. Wenn ihr genau die 9.00 habt, dann könnt ihr in dem Video ein bisschen vorskippen, weil es geht in dem Video hier jetzt auch am Anfang darum, wenn man wie ich eine ältere Version hat, auf die 9.00 zu aktualisieren. Wenn ihr also schon die 9.00 habt, braucht ihr das natürlich nicht nochmal machen. Dann könnt ihr direkt mit dem Jailbreak loslegen. Ich gebe euch da auch einen kleinen Timestamp, auf den ihr klicken könnt in den Kommentaren, wo ihr dann direkt zum Exploit-Part kommt.
Geht auch nochmal in die Einstellungen auf Netzwerk und dann schaltet ihr die Verbindung mit dem Internet aus. Das ist wichtig, damit kein Update heruntergeladen wird, weil wenn ihr eins von Sony jetzt direkt auf die PS4 runterladet, das ist natürlich ein neueres als die 9.00. Löscht auch unbedingt das Update, wenn hier eins in der Download-Warteschlange ist. Es darf kein Update hier drin sein. Außer wie bei mir hier, das ist 8.03, das ist natürlich ein älteres, das ist nicht so schlimm, das kann drin bleiben. Aber wenn jetzt 9.00 oder neueres Update da drin ist, löscht das. Geht auch nochmal in die Einstellungen nach unten auf System und auf automatische Downloads und schaut dort auch wirklich, dass der Haken raus ist bei Update-Dateien für Systemsoftware. Aber verlasst euch nicht nur darauf. Ich zeige euch später noch, was ihr machen könnt, um ein Update wirklich zu verhindern. So, jetzt können wir die PS4 ausschalten und dann gehen wir an den PC und können weiter damit fortfahren und die 9.00 Version zu installieren. So, jetzt sind wir am PC. Geht jetzt also auf den Link in der Videobeschreibung und dort werdet ihr auf diese Seite geleitet und dort klickt ihr dann oben auf Werbung überspringen und hier könnt ihr euch die Update-Datei herunterladen. ps4update.pop. Die wird hier runtergeladen. Ich hatte schon mal irgendwann ein altes PS4-Update in meinem Downloads-Ordner, deswegen hat Windows das jetzt in Klammern 1 umbenannt. Darum müssen wir uns später nochmal kümmern. Das sollte aber jetzt kein Problem sein. Der Download dauert eine Weile, also habt ein wenig Geduld. So, jetzt ist der Download fertig. Jetzt können wir in den Downloads-Ordner gehen und dort finden wir die Datei. Aber bevor wir diese einfach auf unseren USB-Stick schieben, den wir an den PC eingesteckt haben, lesen wir uns mal von PlayStation den Support durch. Und zwar ist dort genauestens beschrieben, wie man ein Update installiert. Und wir werden uns daran halten, wie es PlayStation uns empfiehlt. Da habe ich euch diese Seite verlinkt vom PlayStation Support. Und hier ist genauestens beschrieben, wie man die PlayStation Systemsoftware manuell über einen USB-Laufwerk aktualisiert. Und da fangen wir einfach mal an mit Schritt 1. Erstelle mit einem PC oder Mac auf dem USB-Laufwerk mit FAT32-Dateisystem ein Ordner namens PS4. Erstelle in diesen Ordner einen weiteren Ordner mit dem Namen Update. Woran erkennt man, dass es ein FAT32-Dateisystem ist? Klickt Rechtsklick auf den USB-Stick und dort steht FAT32. Steht es das nicht dort, klickt der Rechtsklick Formatieren und wählt FAT32. Ja, ich mache das jetzt nicht, weil der ist schon auf FAT32. Ist also egal. Wenn irgendwas nicht funktioniert, könnt ihr auch später nochmal an der Stelle anfangen und dann formatieren. Wie auch immer, erstellen wir den Ordner, den nennen wir PS4, so wie es da steht, groß geschrieben. Und dann einen weiteren Ordner, den nennen wir Update, auch genau so wie es auf der Seite von PlayStation da steht. Und in diesen Ordner können wir jetzt die Update-Datei hinzufügen. Das Kopieren dauert, je nachdem was ihr für einen USB-Stick und PC habt, eine kleine Weile. Wenn man sich das jetzt genau durchliest, steht hier eigentlich, besucht die Seite für PlayStation 4 System Software Updates, da kommt ihr auf eine weitere Seite von PlayStation. Diese werden wir allerdings nicht benutzen. Benutzt diese Datei, die ich euch bereitgestellt habe, denn auf der Webseite von Sony gibt es leider keine alten Versionen zur Verfügung. Deshalb müssen wir eine andere Quelle, wo wir die alte Software 9.00 archiviert haben, aufsuchen und diese Update-Datei von dort runterladen. Wenn ihr bereits die neueste Version habt, könnt ihr diese natürlich nicht installieren. Es geht immer nur in eine Richtung und das ist immer die neuere Version. Jetzt müssen wir die Datei umbenennen. Lasst euch dabei nicht irritieren, wenn bei euch das .pop nicht dasteht. Manchmal ist das so. Windows ist manchmal komisch und blendet die Dateiendung aus. Schreibt es nicht nochmal extra hin, wenn es nicht dasteht. Und löscht es auch nicht, wenn es dasteht. Das ist einfach das, was hinter dem Punkt ist, so wie es ist. So, jetzt nehmen wir das Punkt 1 raus und jetzt, wer genau aufgepasst hat und von der PS3-Szene kommt, dem wird jetzt etwas auffallen. Und zwar, es ist bei der PS4 ein bisschen anders. Bei der PS4 schreibt man PS4 Update mit dem E. Das E gehört dorthin. Die PS4 möchte das so haben. Jetzt auf der Webseite von Sony steht das auch nochmal so da, PS4 Update. Lass das E nicht weg. Das war immer nur bei der PS3 so. Bei PS4 ist das ein bisschen anders. Jetzt können wir weiter mit dem dritten Schritt von der Sony-Seite weitermachen und den USB-Stick vom PC abziehen und an die PS4 anschließen. Schritt 4 ist nochmal das mit dem Umbenennen, was ich ja eben schon erzählt habe. Also, ja, falls etwas nicht funktioniert, genau, und so weiter. Schritt 5. Starte die PS4 in den Sicherheitsmodus. Halte die Power-Taste gedrückt und lass sie nach dem zweiten Signalton los.
Wer das noch nicht verstanden hat, für den gibt es das Ganze noch genauer. Und zwar gibt es dafür nochmal eine extra PlayStation-Seite. Hier, Sicherheitsmodus bei PS4 und PS5 und so weiter. Und wie starte ich meine Konsole in Sicherheitsmodus? Das Ganze ist nochmal in 3 Schritten erklärt und ich denke, das sollte dann jeder hinbekommen. Ja, und das Ganze machen wir jetzt auch. Steckt also euren USB-Stick an die PS4. So, dann gehen wir an die PS4. Meine PS4 ist jetzt vollständig ausgeschalten und ich werde jetzt meine Ausschalttaste an der PS4 gedrückt halten, bis sie einmal piept. Also das erste Mal piepen kommt ja direkt beim Drücken. Dann halte ich die Taste gedrückt und nach ungefähr 7 Sekunden piept sie dann ein zweites Mal. Dann lasse ich die Taste los. Das könnt ihr aber auch alles nochmal, wie genau das geht mit dem Safe-Modus, in den Dokumenten von PlayStation nachlesen, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. So, jetzt sehe ich dieses Bild mit Sicherheitsmodus und die Meldung: schließe den DualShock 4 Controller mit einem USB-Kabel an und drücke dann die PS-Taste. Genau das macht ihr jetzt. Also nachdem ihr den Controller angeschlossen habt, Kabel angeschlossen habt, PS-Taste gedrückt habt, drückt ihr nun auf System Software aktualisieren, also die Nummer 3. Dann von einem USB-Speichergerät aktualisieren, also die 1. Jetzt geht ihr rüber zu OK und drückt OK. Und jetzt müsste euer USB-Stick erkannt worden sein, denn ihr an die PS4 angesteckt. Den ihr an die PS4 angesteckt habt. Und jetzt geht das Update schon los. Die Datei wird erstmal kopiert. Klickt jetzt auf Aktualisieren. Und jetzt müsst ihr die PS4 eigentlich alles von alleine machen. Also müsst ihr jetzt nur noch warten. Wenn das Update fertig installiert ist, wird eure PS4 neu starten. Nun könnt ihr nach oben gehen in eure Einstellung und dort ganz unten System auswählen und Systeminformationen. Und da können wir jetzt kontrollieren, ob die Systemsoftware wirklich die 9.00 ist. Wenn ja, habt ihr natürlich alles richtig gemacht. Jetzt müssen wir wieder zurück an den PC gehen, denn wir müssen jetzt, was ich am Anfang schon erwähnt habe, einen USB-Stick opfern, um darauf halt eine bestimmte Datei, die für den Jailbreak notwendig ist, drauf zu flashen. Ihr könnt eure PS4 anlassen oder ausschalten, das spielt im Prinzip keine Rolle. Ich werde mal jetzt einfach im Hintergrund anlassen. Wenn ihr jetzt wieder an dem PC seid, steckt den USB-Stick an euren PC an. Hier seht ihr, den habe ich bereits angesteckt, der wird mir hier angezeigt. Nun müssen wir 2 Dateien herunterladen, um das Ganze auszuführen. Einmal ein Programm für Windows, mit dem ihr die ganze Sache auf den USB-Stick flashen könnt. Es gibt auch andere Programme, die Images auf USB-Sticks flashen können, aber ich empfehle dieses Programm, das ist relativ einfach. So, nun laden wir das eigentliche Image runter. Das habe ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt warten wir nur, bis alles heruntergeladen ist. Als erstes installieren wir das Programm, mit dem ihr euren USB-Stick flashen könnt. Startet das Programm und wählt hier auf Annehmen und schon läuft die Installation. So, jetzt wählt ihr die Flash-Datei, die ihr ja auch runtergeladen habt, also wartet auch, bis der Download fertig ist und dann klickt ihr hier Flash-File. Das ist bei mir im Downloads-Ordner, ganz oben hier, auf Öffnen. Bei Select Target wählt ihr jetzt euren USB-Stick aus und stellt ganz sicher, dass es der richtige USB-Stick ist. Weil wenn ihr den USB-Stick einmal geflasht habt, sind alle Dateien gelöscht. Also nicht, dass ihr den falschen USB-Stick auswählt, guckt nochmal nach. Hier, bei mir ist der eingebunden als F. Und da wird auch angezeigt Location F. Also habe ich auf jeden Fall den richtigen USB-Stick. Wenn noch Dateien auf dem USB-Stick drauf ist, ist das egal, die sind dann halt weg. Bei mir ist jetzt nur das PS4-Update drauf gewesen. Jetzt bestätigt ihr das nochmal in Windows mit Ja. Und jetzt fängt es an zu installieren. Und das geht auch relativ schnell. Je nachdem, was ihr für einen PC habt, vielleicht dauert es bei euch auch länger. Und das war's dann auch schon. Schon ist der Teil auf dem USB-Stick geflasht. Ihr könnt jetzt den USB-Stick nicht mehr benutzen, um irgendwas drauf zu speichern. Der ist jetzt nur noch gebrandmarkt mit diesem Image, sage ich mal. Ihr seht hier, der wird in Windows grau angezeigt. Da kann für nichts mehr Alter mehr verwendet werden. Also, den könnt ihr jetzt auswerfen und steckt ihn aber noch nicht an die PS4. Den müssen wir erst an einer ganz bestimmten Stelle an die PS4 anstecken beim Exploit. Also legt ihn euch zur Seite und nicht an die PS4 anstecken. Einen Moment, bevor wir an die PS4 gehen, habe ich euch noch einen Link verlinkt. Und zwar, was ihr an der PS4 noch machen müsst, ist ein DNS einrichten. Und da habe ich euch dieses Dokument hier verlinkt. Das könnt ihr euch mal notieren. Da stehen nämlich 2 DNS drin. Das zeige ich euch aber gleich auch nochmal. So, jetzt sind wir wieder an der PS4. Und wir kommen jetzt auch zu dem Part, wo ich ein paar Probleme hatte.
Das werde ich euch aber auch gleich noch erzählen. Und wie ihr, wenn ihr diese Probleme habt, dann lösen könnt. Aber als erstes gehen wir mal in die Netzwerkeinstellung und stellen eine Verbindung zum Internet her mit dem eben gezeigten DNS. Wie das geht, zeige ich euch. Ihr geht in die Einstellung, in die Netzwerkeinstellung und setzt jetzt den Haken bei mit dem Internet verbinden wieder. Ich verbinde auf jeden Fall mein LAN-Kabel und wähle dann Internetverbindung einrichten. Klickt auf LAN-Kabel verwenden und jetzt Benutzer definiert. IP-Adresseneinstellung automatisch, Hostname nicht angeben und DNS manuell. Jetzt kommen wir zum interessanten Part. Hier gebt ihr jetzt die DNS ein, die ich euch eben gezeigt habe und die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Oder ihr könnt es auch einfach vom Video abtippen. Ich blende euch hier mal einen Screenshot von Twitter ein. Das ist der Host dieses DNS und es ist offenbar egal, in welcher Reihenfolge ihr den DNS eingebt, also was sekundär und was primär ist. Entscheidet das zufällig für euch. Wenn ihr das eingegeben habt, drückt auf Weiter. Hier können wir wieder automatisch einstellen, nicht verwenden und jetzt können wir die Einstellungen mal testen. Dass die PlayStation Network Anmeldung fehlschlägt, ist normal, weil das halt nicht die aktuellste Version ist. Das ist auch so gewollt. Der DNS verhindert jetzt, dass das neueste Update automatisch heruntergeladen wird und tauscht bei Benutzerhandbuch die Webseite von Sony gegen die Exploit-Webseite aus, was natürlich sehr nützlich ist. Allerdings, es ist weniger nützlich, wenn das Ganze nicht funktioniert. Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Ich hatte im Discord mit ein paar Leuten geschrieben und es gibt wohl auch andere, die das Problem haben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Webseite völlig überlastet ist. Auf dem Handy und auf dem PC konnte ich die Webseite öffnen. Wir haben die Vermutung auch, dass es etwas mit dem DNS an sich zu tun hat, was merkwürdig ist. Vielleicht werden die Hoster hiervon, von dieser Webseite, das irgendwann in Zukunft fixen und ihr werdet das Problem nicht haben. Es ist auch sehr merkwürdig, dass es bei manchen funktioniert und bei manchen eben nicht, wie bei mir. Wenn ihr halt das Problem habt, braucht ihr nicht so viel rumprobieren wie ich, sondern dann könntet ihr zum Plan B übergehen. Dazu komme ich dann gleich noch. Als erstes möchte ich es aber mal für die Leute zeigen, bei denen das Ganze jetzt hier aufgerufen wird. Allerdings muss ich das an meinem PC zeigen, weil es bei mir ja auch nicht funktioniert. Ihr drückt erst auf PS4 9.00, anschließend auf Goldhand und dann werdet ihr irgendwann eine Meldung bekommen, dass ihr den USB-Stick anstecken sollt. Dann ist der Moment, dann steckt ihr den USB-Stick an, dann wird oben links eine Meldung kommen. Diese Meldung wird dann irgendwann wieder weggehen und in der Meldung steht sowas wie, dass das Speichergerät nicht erkannt wurde. Ja, diese Meldung wollen wir haben. Und sobald diese eben wieder weg ist oben, könnt ihr das Fenster bestätigen, in dem drin stand, dass ihr den USB anstecken müsst. Und dann sollte der Exploit ausgeführt werden. Wenn der Exploit fertig ausgeführt ist, könnt ihr den USB-Stick auch wieder rausstecken. Und jetzt im Plan B zeige ich das dann auch nochmal an dem anderen Exploit an meiner richtigen PS4. Plan B ist, gebt in euren Internetbrowser von der PS4 ein HTTPS und dann, wie ich es hier eingebe, caro218.ir. Es gibt auch noch andere Hoster, aber den hier hatte ich benutzt und der hat bei mir perfekt funktioniert. Also nutzt auch gerne den gleichen. Ich werde euch in der Videobeschreibung auch noch ein paar andere Hoster verlinken. Sucht euch da auch einen aus, wenn der hier nicht funktioniert hat oder nicht so zuverlässig funktioniert. Falls ihr auch hier keine Webseite aufrufen könnt, empfehle ich euch mal die DNS-Einstellung wieder auf automatisch umzustellen, denn eventuell funktioniert der DNS dann allgemein in der Zukunft nicht mehr, was ich jetzt noch nicht wissen kann. Passt da nur auf, dass eure PS4 nicht das Update installieren will. So, ihr klickt auf 9.00 Gold und lasst das erstmal laden. Das Ganze sorgt jetzt dafür, dass das Ganze auch offline funktioniert. Ja, ihr könnt tatsächlich eure Internetverbindung trennen später und den gesamten Exploit hier auch offline verwenden. Also eine Internetverbindung ist nicht immer notwendig, auch wenn das Ganze hier über den Internetbrowser läuft. Ich empfehle trotzdem aber immer mal wieder, eure Cookies und so weiter vom Browser zu löschen und das Ganze nochmal neu runterladen zu lassen. Weil eventuell gibt es ein Update und der Exploit ist stabiler und dann macht es natürlich Sinn, das Ganze nochmal neu runterladen zu lassen. Ich werde euch das Ganze auch zeigen, dass es auch offline funktioniert. Ich nehme jetzt einfach mal Internetverbindung hier diesen Haken raus. Das geht auch nicht bei jedem Hoster, aber bei Caro ist es ein gutes Beispiel, wo es funktioniert. Bin jetzt hier reingegangen und es ist wieder offen und jetzt kann ich auf Goldhand V2B drücken. Und jetzt lädt das Ganze ein wenig.
Und nun bekommen wir die Meldung. Jetzt ist der Moment, an dem ihr den USB anstecken könnt. Und Achtung, bevor ihr den USB ansteckt, stellt sicher, dass nichts anderes an der PS4 angesteckt ist. Wenn ihr noch euer Controller-Kabel, also euren Controller mit Kabel angesteckt habt, zieht das vorher raus und steckt dann erst den USB an. Nichts anderes, nur diesen USB. Wenn der USB angeschlossen ist, werdet ihr oben links eine Meldung bekommen, dass das Dateisystem nicht unterstützt wird. Wenn diese Meldung gekommen ist, wartet ihr, bis diese Meldung oben links auch wieder weg ist und drückt dann erst auf OK. Gebt dem Ganzen also ein bisschen Zeit. Nicht zu schnell dann direkt, sobald ihr diese Meldung seht, auf OK drücken. Schon ist es fertig. Es kann auch sein, dass es bei euch nicht gleich beim ersten Anlauf funktioniert. Ja, bei mir hat es funktioniert. Diese Meldung, der freie Speicherplatz ist nicht ausreichend. Die kommt immer mal, das ist normal. Und wenn es jetzt fertig ist, könnt ihr jetzt den USB-Stick wieder abziehen und danach den Internetbrowser mit der PlayStation-Taste schließen. Und da seht ihr schon, ganz oben habe ich Goldhand und ganz unten die Debug-Einstellungen in den Einstellungen. Ihr seht hier, Goldhand, gibt es den Package Installer, Enable FTP Server, alles was ihr wollt. Was man alles mit der PS4, mit Jailbreak machen kann, dazu werde ich dann sicherlich auch noch Videos später machen. Viel mehr gibt es in diesem Tutorial nicht zu sagen. Ihr habt jetzt erfolgreich eine PS4 mit Hand. Jetzt möchte ich euch aber noch eine Sache zeigen. Und zwar, wenn ihr die PS4 jetzt komplett ausschaltet und wieder neu startet, dann wird Hand nicht mehr da sein. Und ihr müsst es wieder, genauso wie ich es in dem Video gezeigt habe, also ihr müsst den USB natürlich nicht neu flashen, den habt ihr ja schon, aber ihr müsst wieder den Exploit ausführen. Um das zu verhindern und die PS4 möglichst lange im Hand zu haben, könnt ihr den Ruhemodus verwenden. Ja, der funktioniert tatsächlich. Wer ältere Exploits kennt, zum Beispiel Mira, hat das Ganze nicht funktioniert, aber mit diesem 9.00 Exploit und Goldhand funktioniert der Ruhemodus problemlos. Ihr müsst dabei aber eine Sache beachten, geht dafür in die Einstellungen und dann auf Energiespareinstellungen und wählt im Ruhemodus verfügbare Funktionen einstellen. Und dort müsst ihr unbedingt den Haken setzen, bei Anwendungen anhalten. Wenn dieser Haken gesetzt ist, sollte es dann auch keine Probleme geben. Ich empfehle auch, den Haken rauszunehmen, bei mit dem Internet verbunden bleiben, damit es euch keine Firmware runterlädt, wenn die PS4 im Ruhemodus ist. Zusätzlich empfehle ich noch eine Einstellung unbedingt einzustellen, und zwar über den Karo Host oder über euren anderen Host, den ihr verwendet. Da könnt ihr die Option Disable Updates auswählen. Somit werden die Updates dann komplett blockiert und es können sowieso keine installiert werden. Wenn ihr dann jemals wieder updaten wollt, müsst ihr natürlich dran denken, zu euren Exploit-Hoster zu gehen und dort dann Enable Updates zu drücken. Wenn ihr die PS4 dann doch mal komplett ausschalten müsst, dann müsst ihr genauso den Exploit ausführen, wie wir es gemacht haben. Also ihr müsst nicht die Firmware neu installieren, ihr müsst auch nicht den USB-Stick neu flashen, das habt ihr alles schon, hebt euch den USB-Stick also auf. Und wenn ihr die PS4 mal richtig neu gestartet habt, dann braucht ihr bloß auf diese Internetseite gehen. Wenn ihr aufgefordert werdet, den USB-Stick anzustecken, steckt ihr ihn an und nachdem der Exploit fertig ist, zieht ihr ihn wieder ab. Und das war's dann auch schon. Wenn es bei euch irgendwo Probleme gab, kommt auf den Discord. Wir haben da einen Channel für den PlayStation 4 Support und fragt dort gerne die Leute, die helfen euch gerne. Genau dort hatte ich auch mit meinem Problem, was ich hatte, mit den Leuten geschrieben und wir hatten überlegt, woran das liegen kann, weil auch gerade andere das Problem ja auch hatten. Und genauso, wenn ihr Probleme habt, können wir da auch nach einer Lösung suchen. Ansonsten gäbe es noch die Facebook Support Gruppe. Allerdings bin ich da nicht so aktiv und ich empfehle zurzeit eher den Discord-Support als, gerade für die PS4-Sachen, empfehle ich eher den Discord-Support als den Facebook-Support. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt, ihr kriegt sicherlich bei beiden Hilfe. Nur schreibt mich bitte nicht privat mit Support-Fragen an, ich werde darauf nicht antworten. Immer unter das Video und in öffentliche Channel, da werde ich auch antworten. So, das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Mal, euer Reloads.
right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the soup when I cook like look left, look right, yeah, yeah, come with a hook right. Hook right, hook right, hook right, make